Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Die Kanzlerin ganz privat. Warum Frühstück schaffe ich heute nicht mehr? Das habe ich dir doch schon vor Wochen angeboten. Jetzt dauert das ja Stunden. Du siehst aus wie ein Mammut. Da muss ich ja mit dem Sitzrasenmäher rüber, wenn wir da unter 2 Stunden bleiben wollen. Ach bitte. Warum willst du denn jetzt unbedingt einen fashion Haarschnitt haben? Ist es wegen deiner neuen Freundin? Was? Ja, jetzt tu nicht so. Ich habe gestern während des öden Impfgipfels die InTouch gelesen. Die kommt bei mir noch vorm Spiegel und der FAZ. Nach dem Bericht ist unsere Ehe am Ende und du hast dir eine jüngere Brünette aus dem Labor geangelt. Brauchst nix sagen. Oh. Ja, ich komm ja. Du, ich muss das jetzt auch nicht, mein Joachim. Und bring die doch mal mit. Was? Ich hab überhaupt nichts dagegen. Für wie spießig hältst du mich ja eigentlich? Mein Pofalla. Guten Morgen, Schönste. Stimmt das, was ich in der InTouch über ihre Ehe gelesen habe? Puffy, hat jemals was gestimmt, was in diesen Promi-Klatschblättern steht? Ja, meistens. Na also. Dann stimmt es also und sie lassen sich scheiden, um mit Dr. Drosten ein Impfzentrum im Wuppertal zu eröffnen? Oh! Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.